Und willkommen zurück zum Let's Play Game of Robot. Wir sind immer noch in dieser Höhle hier, die Stätte der heiligen Prüfung hieß sie. Und ja, ich habe so ein bisschen rumprobiert, die Kimuks hier reinzulegen. Ja, und wenn man das macht, dann kann das passieren. Ich befürchte, du hast diesen Edelstein in die falsche Fassung eingesetzt. Dadurch wurde er leider vernichtet. Du solltest das nächste Mal eine andere Fassung ausprobieren. Ja, und der wurde also tatsächlich vernichtet. Ja, wir sehen da oben, wir haben ihn nicht mehr. Das heißt, dieses Rätsel ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, man muss einfach nur ausprobieren, bis man jeweils den richtigen hat. Und ich habe schon wieder vergessen, ich glaube so. Was kam hier? Mache ich erstmal ihn hier. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, kam hier grün? Ich glaube ja. Okay, nicht grün. Ja, aber da jetzt der grüne weg ist, also man lädt wieder neu. Nochmal. Das heißt, da ist rot. Dann ist hier blau, ne? Und es gab doch nur drei Fassungen. Ich hatte mich irgendwie verzählt beim letzten Mal. Ich dachte irgendwie, es wären vier gewesen. Dann tun wir jetzt hier den grünen rein. Ich habe gar nicht, den gelben habe ich gar nicht probiert. Egal, wir tun einfach mal den grünen rein. Gratulation! Jetzt sind alle drei Edelsteine in den richtigen Fassungen. Aber sieh dich vor, dass du von den Wegen, die sich dir nun eröffnen, den richtigen wählst. Es gibt 50.000 Punkte und wir haben jetzt hier zwei Wege. Ich habe bisher keinen davon probiert. Ich weiß also nicht, was kommt. Nehmen wir mal den linken, okay? Erstmal den linken und wenn der nichts ist, dann können wir immer noch den rechten nehmen. Das große Labyrinth. Boah, das sieht fast aus wie so ein Robot 1 Screen. Abgesehen davon, dass die Mauer eine andere Textur ist. Das große Labyrinth. Und ich folge einfach mal dem Weg. Also so ein Labyrinth auf einem Bildschirm ist, glaube ich, gar nicht. Das kann man gar nicht schwierig genug machen, oder? Man hat irgendwie so ganz gut den Überblick, wie man zum Ziel kommt. Was anderes gab es ja auch nicht, ne? Okay. Oh, am Ort der letzten Prüfung. Dies ist der Ort der letzten Prüfung. In der Mitte des Gashmaha-Tempels befinden sich die Überreste eines genialen Mechanismus, der schon sehr lange nicht mehr aktiviert wurde. Im hinteren Bereich befindet sich ein heiliger Brunnen, in dem schwefelig riechendes Wasser zwischen feuriger Lava emporsprudelt, aber sofort wieder verdampft. Den Text haben wir, glaube ich, schon dreimal gelesen jetzt. Irgendwie, weil wir hier ja schon öfter waren. Wir sind in diese Treppe da reingekommen. Diesmal sind wir aber von der anderen Seite sozusagen gekommen. Und ich weiß gar nicht, wir sind hier. Sind wir auf diese Seite hier eingeschränkt? Weiß gar nicht, ich will aber erstmal die Schleuder rausholen. Wie viel Munition? Ja, wir haben noch. Und jetzt mal überlegen. Okay, hier kann man rüberbauen. Und dann könnten wir da diese Rohrkugeln heißen sie, glaube ich, ne? Könnten wir da Rohrkugeln platzieren? Ich frage mich auch, wieso es hier wieder Tankrammteile gibt.
Wenn man hier ist, dann braucht man doch bestimmt kein Orakel mehr, oder? Machen wir hier mal ein bisschen Licht an. Ja, gibt es hier irgendwas Hilfreiches? Holz vielleicht zum Bauen, ne? Aber wir haben noch genug. Ja, Rohrkugeln haben wir jetzt keine mitgenommen, ne? Vielleicht mal. Naja, verbrauchende Säure, das ist immer gut. Können wir versuchen, irgendwie zurückzukommen. Und die Rohrkugeln aus unserem Vorrat holen, quasi. Oh, das wollte ich nicht. Und wir könnten auch andererseits mal hier rüber bauen. Hammer. Okay, also die sind schon fest. Die kann man nicht mehr einsammeln anscheinend. Und hier haben wir halt diese Pfeile. Das sind nur die anderen. Soll man irgendwie, weiß nicht, hier, das ist so hellorange und das auch. Und das ist eher dunkel und das ist auch, also so blau ist da drin, ne? Hier ist auch blau drin. Soll man das hier mit dem verbinden und das mit dem? Das würde auch Sinn machen. Denn ich glaube, alle Scheiße. Ich wollte ihn nicht hinlegen. Müsste trotzdem noch gehen, denn ich glaube, sämtliche Rohrkugeln, die wir hatten, haben immer keine Überschneidung des Weges gehabt. Die haben immer nur hier sowas, ne? Wie der hier gehabt. Keine Überschneidung. Hier ist aber eine Überschneidung vorgegeben. Das heißt, man muss diese Überschneidung nutzen. Zum Beispiel könnte man irgendwie von hier, 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 hier bauen. Ja, weil das sind ja immer so Kurven meistens gewesen, oder? Wenn wir das so kurvig, irgendwie so, 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 so. Und der andere wird dann, geht zum Beispiel hier los, so, 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 so. So, so, fuck. Ich hätte den da nicht hinlegen sollen. Ja, hätte hier noch um die Kurve gehen müssen. Und dann könnte das schon klappen, ne? Also so interpretiere ich dieses Rätsel jetzt mal. Ich muss aber neu laden, weil ich, glaube ich, was falsch gemacht habe und weil ich den anderen Weg jetzt auch nochmal nehmen will, weil da brauchen wir offenbar die Rohrkugeln. Ja, das war rot. Dann war das hier blau. Ups, und hier war das grün. Jetzt gucken wir mal, wo der andere Weg hinführt. Die Höhle des Todes. Das ist ein sehr alter und böser Ort. Den kennen wir ja schon, den Text. Ist ja dieselbe Höhle, ne? Ne, wir brauchen hier keine Munition. Ja, so kommt man auch wieder zurück. Da haben wir eine ganze Menge Rohrkugeln gehabt, ne? Naja, so viele waren es auch nicht. Noch irgendwelche anderen Sachen ablegen. Ah, Verdoppler.
kann man Rohrkugeln verdoppeln? Dann können wir das Rätsel, glaube ich, recht schnell lösen. Dann behalten wir die Verdoppler mal und legen hier noch. So. Und jetzt noch mal schnell dahin. Das müsste ja eigentlich recht fix gehen, oder? Ja, hier sind wir schon wieder. Und jetzt diesen Weg. Das große Labyrinth. Ich verstehe diesen Screen nicht. Der passt so gar nicht in das. Moment. Das Labyrinth ist ein anderes. Okay, das Labyrinth ist jetzt ein anderes. Aber trotzdem, mich wundert dieser Screen, weil der passt irgendwie so gar nicht so in das andere Setting. Alles ist so höhlenmäßig. Und dunkel. Und hier ist auf einmal so ein Labyrinth mit so einem weißen Hintergrund. Das soll einfach nur ein bisschen Zeit kosten, oder? Das wird anscheinend zufallsgeneriert, oder? Oder wie verstehe ich das? So, wir haben auch noch da. Wenn wir uns den da unten noch holen, dann geht's vielleicht noch einen Tick schneller. Dann können wir zum Beispiel oben da zwei geraden Stücke gleich hinlegen. Oh. Naja, lege ich mal auch ab gerade. Und essen noch was. Jo, das hat gereicht. Nein, das wollte ich nicht. So. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Bauen. Also ich hoffe echt, die Rohrkugeln lassen sich verdoppeln. Wenn nicht, das wäre. Oha, ja dann. Okay, fangen wir mal an. Den hier. Moment, was will ich dann noch? Hier brauche ich eine Kurve. Hier dieselbe. Hier die andere. Also ich brauche hier 1, 2, 3, 4, 5 Kurven. 6, 7, 8, 9. Und hier mache ich die beiden geraden Stücke. Geraden Stücke brauche ich dann nicht mehr. Dann mache ich das so. Mache den nach hier, ja. Dann. Nein, man kann sie nicht verdoppeln. Kann man, wenn ich sage, benutzen. Ach nee, dann wird er nur abgelegt. Okay, dann wird das noch ein bisschen mehr Arbeit. Das Blöde ist jetzt auch,
Also wenn ich die jetzt schon alle hinlege, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier schon anfange, so hinzulegen alles. Was brauchen wir zum Beispiel noch? Zum Beispiel so. Hier den haben wir nicht, aber wir könnten dann noch den hier hinlegen. Ja, also jetzt geht's in die richtige Richtung. Wenn aber jetzt meine Idee falsch war, zum Beispiel, mit dem, wie wir die verbinden müssen. Also obwohl ich recht sicher bin, dass man es über Kreuz verbinden soll, weil warum gäbe es sonst eine Kreuzung vorgegeben? Ja, also obwohl das so ist, bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher. Das heißt, am besten ist es wohl, wir bringen nur die ganzen Rohrteile hierher in den Raum und verschwinden dann wieder in die Overworld sozusagen. Suchen die restlichen Rohrteile und kommen wieder. Das wäre so der sinnvollste Plan, oder? Müssen wir das also. Müssen wir nochmal von hier kurz. Rot. Hier blau. Und hier grün. Und jetzt wollen wir erst die anderen Teile holen. Das heißt erstmal noch hier. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Kram lassen. Na, die sowieso. Reicht das? Nee, noch nicht. Okay, so reicht's. Dann die ganzen Rohrteile jetzt. Na, es wäre auch zu einfach gewesen, wenn man Rohrteile verdoppeln könnte, ne? Dann jetzt nochmal hier durchgelaufen durch das große Labyrinth, das wieder anders aussieht. Ich hoffe, es ist auch immer lösbar. Ich weiß nicht, ob die Mauern ätzbar sind. Aber ansonsten ist es irgendwie voll sinnlos hier, oder? Ich habe gar nicht probiert, was wo man hinkommt, wenn man den Weg wieder zurückgeht, diese Tür. Also zu erwarten wäre, dass man wieder in die Dingens kommt, wo man herkam, aber weiß nicht, vielleicht kann man dann auch mehrmals reinlaufen und sich ein einfaches Labyrinth generieren lassen oder so. Okay. Jetzt wollte ich gerade hier so eine Höhle zum war nicht so gut. Naja, werden wir ein bisschen Munition los, die wiegt auch was.